Hallo meine Freunde, willkommen zu Worldbox, dem Gott-Simulator. Ja, ich habe dieses Spiel nicht bei Steam gefunden. Tatsächlich habe ich das bei PietSmiet gesehen und habe mir gedacht, boah, das wäre doch ein Spiel für mich. Und ich habe hier gerade eine random Map gestartet. Hier ist anscheinend ein Vulkan in der Mitte. Bevor es hier weitergeht, machen wir erstmal Pause. Denn wir können nämlich in diesem Spiel nämlich unsere eigene Welt erschaffen. Und wir brauchen hier noch eine vierte Insel, da wir ja vier Rassen haben. Bisschen Strand lassen wir da über. Machen wir ein bisschen Strand hier dran. Da hinten tun wir das Land noch ein bisschen erweitern. Wenn wir halt ein bisschen mehr Landfläche haben. Ein bisschen ausbreiten, wegen wir brauchen ja hier drei. Vier Welten, die ziemlich gleich groß sind. Damit wir ungefähr erfassen können, was hier passiert. Ich glaube, das sieht doch schon einigermaßen okay aus. Alles andere kriegen wir dann so hin. Das grenzen wir noch kurz ein bisschen ab, indem wir hier ein bisschen klicken. Dann machen wir ein bisschen Strand hin sozusagen. So einmal einzuklicken. Gehe ich gleich noch mal mit den Tool lang. Ein paar Berge, das ist auch nicht schlecht, hier so ein paar Berge hinzumachen. Die Berge haben die hier nicht. Jede Insel kriegt halt so einen kleinen Berg. Das sieht dann ein bisschen authentischer aus. So. Jetzt machen wir mal ein Biom hier hin. Ich habe das Spiel ein bisschen mal angeguckt, wie es funktioniert. Machen wir eine Savanne hier hin. Machen wir ein Pilzbiom, machen wir mal hier. Pilzbiomen und die bleiben so. So schaffen wir mal überall ein paar Hühnchen. Ein paar Schafe. Ein paar Schafe und dann ein paar Kühe. Jeder eine Chance hat hier auch was zu essen zu kriegen. Dann machen wir mal Bäume. Pflanzen wir mal ganz viele Bäume. Denn ich bin ein guter Gott. Ein paar Beeren. Alles, was man so zum Überleben braucht, und dann kriegt jede Insel vier Steine. Zwar in der Nähe des Berges. Da sind vier Steine. So, dann kriegt jeder auch zwei Gold. Natürlich am Berg, ne?
2 Gold. Dann kommt auch jeweils 3 Eisen. Ich bin ein guter Gott. Drei Eisen. So, alles am Berg. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir würden um mehr Rohstoffe kümmern wir uns gleich, wenn die Welt funktioniert. Vulkan in der Mitte ist natürlich lustig, dass diese beiden Fraktionen dann wahrscheinlich ziemlich nah beieinander kommen. Wir machen auf jeden Fall ganz viele Krabben. Wir machen noch ein paar Piranhas. Für die Seefahrer irgendwann. Und dann fangen wir an mit jeder bekommt 10 Stück. Die Menschen sind hier oben. Das sind 10. Die Elfen bekommen auch 10. Und auch 10. Zwerge kriegen auch 10. Und die Orks natürlich auch. So, da hat jeder ein Standpunkt und dann kann die Welt eigentlich auch schon losgehen. Bei den Elfen passiert jetzt gerade nichts. Die gucken sich da hier nach oben und freuen sich ihres Lebens. Ach, die bauen dann ein Dorf. Die haben Bienen. Bienen sollte ich jeden geben. Finde ich dann die Bienen? Wahrscheinlich hier, ne? Da. Bienen. 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 So, das sehe ich Königreiche. Genau. Okay, bei den Menschen sind sogar 2 Königreiche entstanden. Das ist sogar ganz komisch. Aber wir machen jetzt eine ressourcenreiche Insel hier. Natürlich muss die ein bisschen größer sein, damit die machen die heute natürlich auch ein bisschen bergig, ne? Das soll ja auch eine Ressourceninsel werden. Ich glaube, das sieht doch so schon ganz nett aus. Ein paar Blümchen, ein paar Bäumchen. Steine, jede Menge. Gold. Sollen nämlich reich werden, wenn sie hinkommen, die Leute. Soll sich nämlich drum gekloppt werden hier. Gegen die Leute können hier nämlich auch Krieg führen. Das hier ist sowieso das Interessanteste mit dem Vulkan hier. Hier ist auch wieder so eine Insel, die ich ein bisschen größer machen könnte. Eine Savannen. So ein Savannending hier. Da muss ich auch Strand hin machen. Wenn es ein bisschen authentischer aussieht. Das sind dann 2 größere Inseln, wo auch jede Menge Rohstoffe sind.
Hier natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Irgendwann können die ja auch Seefahrer werden. Und für den Fall sollte ich hier genug haben. Da ist eine reiche Insel, da ist eine reiche Insel. Und da kommt dann auch nochmal eine reiche Insel hin. Machen wir jetzt mal so. So, und diese reiche Insel kommt natürlich auch Gras, ne? Steine, Gold. Will auch Eisen. Auch ein paar Bäume. Aber diese Inseln kriegen natürlich auch Lebewesen dahin, die das gar nicht mehr so einfach machen hier. Da waren schon welche. Das sollten wir auch nicht so einfach machen hier, ne? So, jetzt haben wir 3 fruchtbare Inseln, wo auch noch Zusatzrohstoffe sind. Okay, das ist natürlich ein Lava-Biom. Das ist natürlich interessant, dass es da ist. Aber sonst würde ich mal gucken, wie es unseren Völkern geht. So, Königreiche. Wir haben 3 Königreiche insgesamt. Die Menschen vermehren sich aber verdammt schnell gerade. Blood for Food. Was? Ist der Anführer oder was? Von den Menschen oder was? Das sieht ja interessant aus. Achso, das ist Dörfer und Königreich, ne? Kulturliste. Stufe 1 Hausen. Ja, dann können wir mal gucken, wenn wir mal ein bisschen die Zeit vorspulen, was dann passiert, ne? Machen wir mal 5. Also die Zwerge haben die ganze Insel noch nicht eingenommen. Die Orks schon und genauso wie die Elfen. Hier sind expandierende Inseln, gibt es hier, also liebe Freunde. Ist doch schön. Irgendwann verbindet sich das Reich mit dem Reich, wie es aussieht. Wegen dem Lavastrom. Vielleicht werde ich auch irgendwann ein Erdbeben dazu bringen, dass das so ist. Wir können ja mal gucken, was so ein Erdbeben passiert, wenn wir so herbeibeschwören. Hier ist ja so eine schöne Insel. Alter! Das ist krass. Da ist jetzt ein Land entstanden. Da ist jetzt eine Insel entstanden durch ein RP. Das sieht ja mal richtig nice aus. Machen wir das selber mal hier. Oha.
Okay, das sind ganz schön viele. Jetzt testen wir mal die Antimaterie-Bombe. Eine will ich nur. Okay. Schicke ich eine hin. Ist nichts mehr da. Dann machen wir mal die ganzen Inseln hier weg. Also jetzt müsst ihr Gottesfurcht haben. Das sieht interessant aus als Insel. Das sind auf jeden Fall Wölfe, wa? Die Völker entwickeln sich gut, glaube ich, oder? Gucken wir uns mal die Königreiche an. Boah, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich mal sagen. Und die Menschen vermehren sich natürlich richtig gut. Wenn die sich vereinen, ist natürlich übel, ne? Aber liebe Freunde, das war natürlich die erste Folge. Freut euch morgen auf die nächste Folge. Bis dann, euer Schrank.